begrüßen Sie den Präsidenten der Deutschen Filmakademie, Ulrich Mattes. Sehr geehrte Kulturstaatsministerin, Frau Professor Monika Grütters, liebe Monika, sehr geehrte Ehrenpreisträgerin, liebe Margarete, liebe wunderbare Nominierte, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich. Bevor ich mir ein paar öffentliche Gedanken machen darf, möchte ich sehr gerne auch wirklich wieder danken. Wir könnten ohne alle möglichen wunderbaren Menschen und Institutionen diese Sause hier nicht machen. Deswegen möchte ich danken erstmal unserem Sendepartner, dem ZDF. Vielen Dank für die sehr kollegiale, sehr freundliche Zusammenarbeit. Übernächstes Jahr sehen wir uns alle wieder. Dann der FFA, stellvertretend möchte ich nennen Bernd Neumann und Peter Dinges. Das Medienboard Berlin-Brandenburg, Kirsten Niehus und Helge Jürgens. Und dann gibt es natürlich viele Sponsoren. Vielen herzlichen Dank an alle. Stellvertretend sei jetzt hier nur genannt Metabolic Balance, Rainer Keller und Birgit Funfack. Dann einen echt super großen Dank an BMW. Ihr habt uns all die Jahre schon so großartig begleitet. Einen speziellen Dank an Hans-Rainer Schröder. Das ist eine tolle Zusammenarbeit. Ich hoffe, es bleibt so. Sollte nicht Kevin Kühnert Kanzler werden, bleibt es ja auch dabei. Ich möchte keine Witze auf Kosten der SPD machen. Sorry, die haben es eh schon schlecht genug, aber jetzt ist es mir so rausgerutscht. Wurst, ja, ich habe es nicht vorbereitet, es ist mir spontan, wirklich, ich schwöre, es ist mir einfach so unterlaufen. Es durchzuckte mich. Also, danke wirklich an das super Filmpreisteam Claudia Löwe. Danke, danke, danke. Echt. Claudia Löwe natürlich stellvertretend für alle die vielen vor und hinter den Kulissen, die da noch geackert haben. Danke. Vielen Dank an Benjamin Herrmann, unseren Vorstandsvorsitzenden. Könnt ihr auch klatschen? Hallo. Natürlich an unser aller Darling Anne Lepin. Ich muss echt sagen, wenn ich Anne nicht gehabt hätte, ich hatte so viele schlaflose Nächte, ich bin immer noch wirklich wahnsinnig aufgeregt. Und Anne durch ihre unglaubliche Zugewandtheit und Herzlichkeit, die hat mir da über so manche kleine innere Klippe geholfen. Das ist wirklich großartig. Anne ist großartig. Wir haben jetzt aber auch noch eine Verstärkung an Annes Seite, nämlich die wunderbare Maria Köpp. Eine weibliche Doppelspitze, davon könnte es auch überall mehr geben. Das möchte ich auch noch mal betonen. Ja. Und last but not least, wer ist verantwortlich für diesen Abend? Wer hat es inszeniert? Zwei tolle Leute. Ihr könnt euch freuen. Ich habe ja schon Proben gesehen. Ich glaube, es wird sehr unterhaltsam. Es wird ein toller Abend. Florian Kossen und Elena von Sauken. Herzlichen Dank. Als ich darüber nachgedacht habe, was ich hier heute Abend sagen könnte, da kam mir immer wieder ein Wort in den Kopf: Zuversicht.
Dann habe ich gleichzeitig auch gedacht, komm, jetzt sei mal nicht so blauäugig. Es gibt ja genug Probleme, gesamtgesellschaftlich, politisch, wie auch ganz konkret die Lage des Films, des Kinos betreffend. Sie alle kennen die Zahlen. Die Kinozahlen, die waren ja gerade im letzten Jahr nicht besonders rosig. Dann weht uns auch der Gegenwind durch die Streamingdienste entgegen. Der wird sicher in der Zukunft nicht weniger doll pusten. Ich fand eine Zahl übrigens besonders happig. 37%, nur 37% der Deutschen gehen zumindest einmal im Jahr ins Kino. Das fand ich eine erschreckende Zahl. In England sind das 78%. In Deutschland 37, in England 78, in den USA über 80. Also, eine erste Bitte, schnappen Sie sich in den nächsten Monaten irgendeine Cousine und gehen Sie mit ihr mindestens zweimal ins Kino, möglichst in einen deutschen Film. Bitte. Ja. Immerhin, es gab auf der Berlinale zwei Bärinnen sozusagen für zwei deutsche Beiträge. Bravo, habe ich mich sehr gefreut, mehr davon. Trotzdem, insgesamt gibt es natürlich noch deutlich mehr Luft nach oben. Warum dann zuversichtlich und warum kämpferisch? Beides bedingt einander ja. Erstens, wir alle müssen die Situation der Kinos als Orte verbessern. Einmal die Politik, denn es geht ganz simpel auch um Geld, das ist ja klar. Dann wir Kreative, indem wir möglichst tolle Filme machen. Aber auch die Kinobetreiberinnen und Betreiber selbst, die Verleiher, sind dafür verantwortlich. Kinos, zumal in kleineren und mittleren Städten, sollten noch mehr Orte des besonderen Gemeinschaftserlebnisses, auch des Austausches werden. Nicht nur Stadttheater, nicht nur Bibliotheken, nicht nur Konzertsäle sind Orte der kulturellen Bildung. Kinos sind das auch. Kinos sind nicht nur Unterhaltungsorte, sondern auch Orte der kulturellen Bildung. Das muss einfach mehr in die Köpfe rein, auch in die Köpfe, sorry Monika, auch mehr in die Köpfe der Politikerinnen und Politiker. Sie sind Schulen der Empathie. Und in Zeiten, in denen es ganz rechts außen im Bundestag eine quasi empathiebefreite Zone gibt, um es mal vorsichtig zu sagen, sind Orte, an denen die Freiheitlichkeit des Geistes, Diversität, Toleranz und Kreativität gefeiert werden, nötiger denn je. Also Kinos stärken. Zweitens, kämpferischer, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten und könnten wir Kreative aber auch in unserer Arbeit selbst werden. Ich finde, wir alle könnten noch, ich sage bewusst, noch politischer werden. Wir alle könnten noch tollkühner werden mit unseren Projekten, subjektiver. Und das sage ich ganz bewusst und mit Ausrufezeichen, ohne ein mögliches Publikum aus den Augen zu verlieren. Das klingt jetzt erstmal wie die Quadratur des Kreises, aber ich bin zutiefst überzeugt, man kann gleichzeitig tollkühner, subjektiver, radikaler werden und trotzdem sich darüber Gedanken machen, was für ein Publikum man erreichen will, dass man auch ein Publikum erreichen will. Ich finde, das ist überhaupt kein Widerspruch. Davon bin ich total überzeugt. Wir sollten uns angreifbarer machen. Alle. Auch wenn Stimmen, manchmal ja auch die eigene, einem sagen, hallo, geht das jetzt wirklich? Kann ich das jetzt machen? Kann ich diese Entscheidung, diesen Stoff, womöglich auch diese Besetzung einem Publikum zumuten? Die Entscheiderinnen und die Entscheider sollten da mutiger werden. Und zwar, ob sie nun Blockbuster-Könige sind oder Anfänger, ist völlig wurscht. Wir alle, jeder und jede von uns, wir alle schmeißen unser Herzblut in unsere Projekte. Wir alle tragen euphorische Momente mit uns und auch Niederlagen und Narben. Und zwar der eine mehr, der andere weniger.
Und deswegen, bitte, liebe Leute, seid neugieriger aufeinander, auf Ungewohntes, schmeißt auch mal ein Vorurteil, schmeißt auch mal einen vermeintlich sicheren Geschmack zur Seite. Ich sage das alles auch, Achtung, Achtung, ich bin jetzt hier nicht der Moralapostel, ich will es nicht sein, ich sage das alles, was ich euch sage, auch zu mir selber, wirklich. Aber versucht's, versucht's, werdet neugieriger. Drittens, ich freue mich nicht nur über die enorme Bandbreite dieses Jahr der nominierten Filme, das ist super, ich freue mich nicht nur über die herausragenden Einzelleistungen in den verschiedenen Gewerken, darauf bin ich echt stolz, das ist großartig, ich freue mich auch über das, sozusagen das politische, die politischen Aktivitäten der Filmakademie, auf das Engagement für Filmmakers in Prison, die Integration geflüchteter Menschen durch das Filmprojekt Mixit, die intensive Mitentwicklung der Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung. Das sind großartige Projekte, die will ich unbedingt weiterverfolgen und noch intensivieren. Die Akademie ist also jetzt schon sehr viel mehr, so schön es heute Abend ist, wunderbar, großartig, aber sie ist mehr als der Glamour des Filmpreises. Mir kommt es aber in diesen Zeiten wirklich auf die Stimme jeder und jedes Einzelnen an. Ich sag's ehrlich, als Notre Dame brannte und ich die Bilder gesehen habe im Fernsehen, sind mir die Tränen gekommen. Und dann habe ich zum wiederholten Mal gedacht, ich bin eben nicht nur Berliner, ich bin eben nicht nur Deutscher, ich bin auch Europäer und zwar ein leidenschaftlicher. Lasst uns also Filme machen, auch im Bewusstsein dafür, was für eine Errungenschaft dieses friedliche, freiheitliche Europa ist, auch wie gefährdet es ist durch den Rechtspopulismus. Europa ist ein Projekt der Zuversicht, also bitte geht am 26. Mai zur Wahl. Mit Spike Lee gesagt, do the right thing. Es gibt nämlich genügend Parteien, die man wählen kann. Natürlich sind Filme keine Parteiprogramme oder irgendwelche Ratgeber. Das ist ja klar, das ist auch gut so. Filme erzählen von Widersprüchen. Sie erzählen von Glück und vom Unglück. Sie erzählen von Liebe und von Einsamkeit. Sie erzählen von Selbstbestimmung und von schrecklichen gesellschaftlichen Zwängen. Das tun auch dankenswerterweise die großartigen Filme, die hier heute Abend gefeiert werden. Wir alle, liebe, wunderbare Nominierte, wir alle feiern euch heute Abend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für eure herausragende Arbeit in so unterschiedlichen Filmen. Also, hoch die Tassen, einen tollen Abend und tut mir den Gefallen, nehmt anschließend auch mal die Verliererinnen und Verlierer in den Arm. Ja? Das wäre schön.